Im Kunstatelier von Gertraud Stallinger durften wir nicht nur Silberschmuck betrachten, sondern selber einmal einen anfertigen. Dies war auch für uns eine große Bereicherung, da man sich nicht vorstellen kann, wie aufwendig die einzelnen Schritte sind, bis so ein kleines Unikat fertig ist. Zuerst wurde uns gezeigt und erklärt, wie man Glassteine und Kugeln fertigt. Also das Glas ist ein spezielles Glas zum Brennen, das kriegt man fix fertig zum Kaufen, kann man dann mit dem Glasschneider zuschneiden und wird dann im Brennvorgang zu dem runden Glasstein. Im Vorhinein kann man es überhaupt nicht sagen, wie das nachher ausschaut, weil sich die Farbe verändert und auch die Form verändert. Anschließend hatten wir Materialkunde. Dabei wurde uns gezeigt, wie das Rohmaterial für Silberschmuck aussehen kann. Wenn man dieses Material sieht, ist es schwer vorstellbar, dass es nach dem Brennen echtes Silber ist. Silber ist immer gut verpackt, weil es relativ schnell trocknet. Also man soll sich vorher schon ganz gut klar sein darüber, was mache ich, wie mache ich es, und dann sollte man eigentlich relativ zügig arbeiten damit. Das Material sieht so ähnlich wie Ton aus und wird auch so ähnlich geformt. Man muss bei der Verarbeitung aufpassen, dass das Material nicht zu trocken wird. Es gibt auch verschiedene Hilfsmittel, die man für die Schmuckformung verwenden kann. Manches Mal kommt es von Holzstücken, von Blättern, von der Natur ganz viel. Manches Mal auch von Eisenprodukten, die ich so ab und zu in der Landschaft stehen sehe, oder ja, ganz verschieden. Oder es kommt dann auch, wenn ich einen schönen Stein sehe, dass ich dann zu dem Stein das dazu arbeite. Auch wenn man ein Schmuckstück im Kopf und sich vorher überlegt hat, wie es am Schluss aussehen soll, kann es schon einmal vorkommen, dass es nicht ganz der Vorstellung entspricht. Aber was besonders schön ist, man kann ein Schmuckstück auch öfters machen. Das Endergebnis ist immer ein bisschen anders. Also wenn ich Glassteine mache, dann muss ich auf alle Fälle erst den Glasstein brennen, weil er höher gebrannt wird als Silber. Hat den Vorteil, dass ich Glassteine immer mitbrennen kann mit Silber, was ja bei echten Steinen nicht der Fall ist. Und ja, das kommt dann einfach aufgrund des Steins, wie ich das Schmuckstück dann anfertige. So kann man bei Gertraud Stallinger in Kursen so manches Unikat herstellen. In Salzburg auf der Kreativmesse habe ich das ursprünglich kennengelernt und gesehen. Und das hat mich so fasziniert, jetzt habe ich dann selber eine Schulung gemacht. Und jetzt darf ich einen Kurs leiten. Eine gewisse Fingerfertigkeit und Geduld sind Voraussetzung, dass man das ein oder andere Kleinod mitnehmen kann. Ein kleines bisschen Ideen, dass man individuell selber was gestaltet und ein bisschen Fingerfertigkeit und einfach die Freude an Handarbeit. Vielleicht haben wir sie auf den Geschmack gebracht und sie haben Lust bekommen, für sich oder einen lieben Menschen ein Schmuckstück zu fertigen. Unter myharmony@aon.at können Sie die nächsten Termine erfragen.